Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur neuen Folge von Staxel. Der Mike ist auch mit am Start. Hallo. Und ja, ich bin gerade dabei, ein Kämmerchen zu bauen für den guten Wollen. Und wir brauchen irgendwas Neues für die Marmeladenproduktion noch. Ich möchte mit Mädels auch mal Hallo sagen. Hello Mädels, was geht? Was geht, Rusty? Dann gönnen wir uns natürlich eine kleine Bestellung. Erdbeeren? Könnten wir mal wieder? Weiß nicht, haben wir länger nicht mehr, glaube ich. Bin mir da nie so sicher. Mein Zitronenäpfel und... die Weinreben wachsen. Sehr schön. Sehr schön. Der Rhabarber auch so ein bisschen. Er sieht immer noch so ein bisschen kohlartig aus, finde ich. Aber gut. Kann man nichts machen. Eris kriegt natürlich heute wieder 5 wunderbare schwarze Blätter. Wir sind so schwarz wie ihre Seele. Eris. Schwarze Blätter. Guck mal, habe ich gefunden. Super, schwarzes Blütenblatt. Ist das für mich? Jupp. Cool. Ich weiß. Davon kann man auch nie genug haben. Ich weiß. Guck mal, kriegst du noch was. Ja, kann man nie genug von haben. Ich weiß. Und du kriegst noch eins. Ja, ist cool. Ich weiß. Okay, noch eins. Ja. Komm, ich pflück mal hier kurz noch welche. So, da haben wir noch eins. Ja, ja, ja. Guck mal hier, ich hab zufällig noch eins. Ja, das ist nur für dich. Ja, ist cool, ne? Ja, sehr schön. Ja, ein Sternenteil, das nehmen wir auch. Die restlichen liegen noch daheim rum. Traubehammer, Rhabarberhammer, Hochgras, Samen packen, weiß ich gar nicht, ob wir das haben. Sonnenpfeilchen, pinke Birke, antike Brücke. Die brauchen wir. Mehr können wir aktuell käuflich nicht erwerben. Tut mir leid, Rehm. Gibt es etwas, das dir gefällt, Yogi? Wenn nicht, werde ich auch an einem anderen Tag wieder hier sein. Irgendwas findet sich immer, das sich verkaufen lässt. Ja. Das haben wir schon. Die antike Toilette haben wir auch. Lila-grüne Deckenpflanze. Die glaube ich tatsächlich noch nicht. Die antike Brücke haben wir definitiv noch nicht. Die Sonnenpfeilchen meine ich auch nicht, aber gut. Gibt aktuell... Dinge zu tun und eine Sache könnte man wieder kaufen. Hab ja jetzt wieder einen Sternenteil. Der Rest liegt, glaube ich, daheim. So, das müssen wir noch offen lassen, befürchte. Wobei, wir können auch den Ausgang direkt bauen. Ja. Natürlich von hier unten immer so ein bisschen kritisch zum Bauen, aber das ist schön dunkel. Vielleicht zieht auch Eris hier ein, wer weiß das schon. So, Mist, ich habe vergessen, wir wollten ja dunklen Boden noch mitnehmen. Von der guten Alicia. So, da haben wir auch ein bisschen was zum Gucken. 1, 2. Das ist doch gut. So. Er braucht ja nicht viel Platz. Er kriegt auch nicht viel Platz, sagen wir es mal so. Ein bisschen was soll er ja schon haben, der Gute. Soll ja hier nicht leben wie, keine Ahnung. So, das heißt, wir brauchen jetzt Boden. Hier tatsächlich würde ich dann den Ausgang machen. Gucken wir mal, wo uns das hinführt. Ich fürchte halt, wir arbeiten uns in den Berg rein. Das, werden wir sehen. So ein alter Stollen. Gibt es die Stollenteile? Können wir die irgendwo kaufen? Das wäre ja auch lustig irgendwie. Also finde ich. Obwohl Lehn das dann so lustig findet, ist die andere Frage. Aber ey, der muss hier unten ja nur leben. So. Und der hat kein Mitspracherecht. Kann sich hier unten ein bisschen Gnastwein kochen. Ja, die Schaufel. Sind hier erstmal noch so ein bisschen. Ja. Das gefällt mir richtig gut. Da ist doch ein schöner Ausgang hier. Da könnte man vielleicht auch noch. Ich sehe uns da. Ich sehe uns da richtig. Wir müssen aber einmal in die Mine. Ich will gucken. Weil vielleicht können wir das sogar bestellen.
Ich will mir jetzt in der Mine nochmal angucken, wie die das in der Mine gemacht haben. Mine. Es gibt kein Balkending da. Also diese Teile, die man in der Mine hat, dass die Mine nicht einstürzt. Sowas hätte ich gern für da unten. So, da war der Berg. Das heißt, da dürfte die Mine sein. Glaube ich. Egal, wir rennen mal hin. Wird schon da sein. Dann können wir uns das angucken, ob das da so existiert hat. Ich bin mir nämlich nicht sicher. Und ob das überhaupt umsetzbar ist für uns oder ob das einfach scheiße aussieht und ich es nur besser in Erinnerung habe. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass es einfach aus Holzblöcken ist. Und das wäre vielleicht dann nicht so das Optimalste. So, da ist der Bärsch. Und hier müsst irgendwo da. Wir laufen in die richtige Richtung. Das ist doch schon mal gut. Es ist immer von Vorteil, in die richtige Richtung zu laufen, um an seinem Ziel ankommen zu können. Okay, die haben das mit Holzbalken gemacht und oben die ganz normalen. Und links und rechts halt auch immer die dicken dazwischen, weil sie halt nichts haben, was das sonst stützen könnte. Ja, in die Richtung könnte man gehen. Bin ich gar nicht mal so abgeneigt. Müssen wir natürlich alles käuflich erwerben, aber das ist ja bei unseren dezenten 25 Millionen auf dem Konto eher ein geringeres Problem. Kann man mal machen. Njong, njong. Boing, boing. So. Unten machen wir schönen dunklen Holzboden rein. Wäre so mein Wunschdenken aktuell. Aber wir halten das alles, ja, ihr leckt alle so ein bisschen rum, ne? Ja, macht ihr das mal. Wir halten das alles schön schlicht. Könnte ich mir auch noch vorstellen, in irgendeiner Form, ich weiß noch nicht wie. Da haben wir einen dunklen Plankenboden, den nehmen wir mal. Die nehmen wir. Irgendwie Inventar ist voll. Scheiß Wiese einstecken, braucht doch kein Mensch. Boden, damit können wir die Wände irgendwie machen vielleicht. Ein, zwei Lampen oder so wäre natürlich noch nice. Dafür schmeißen wir mal die Erde raus. Und wir stellen sie ordentlich ab, ist auch in Ordnung. 1, 2, 3, 4. Na, das sollte erstmal reichen. Für den Anfang. Und hinten den Ausgang können wir dann auch noch ein bisschen verkleiden. Entweder indem wir da Bäume wachsen lassen. Oder Bäume bauen, dass der auch so ein bisschen versteckt ist. Das soll ja keiner wissen. Ist ja alles ganz geheim. So. Ich würde fast noch eins tiefer gehen. Ich finde die Höhe hier eigentlich gerade sehr angenehm. So. Fein säuberlich ausbauen, ja. Soll ja niemand sagen, wir würden hier murksen. Und dann haben wir das ganz entspannt. Ganz, ganz entspannt. So. Das platziert sich auch so super soft. Super soft. So. können wir natürlich auch direkt schon wieder. Den hier würde ich mir zum Holzbalken tatsächlich dann machen. Endlich, Alter. Was ist los? Kommst du wieder nicht rein? Doch, erst bin ich endlich wieder raufgekommen. Oh. So. Das ist gut. Das heißt, Mike ist jetzt auch wieder am Start. Das ist jetzt natürlich blöd, weil wir schmeißen mal das raus, dann können wir die aufsammeln, dann können wir die darüber schmeißen. Schwupp, jetzt haben wir das wieder. Hast du was neu freigeschaltet? Ich meine schon, ja. Also weiß ich nicht, um ehrlich zu sein, ob das
war bevor du gekommen. Ich glaube, die Holzbalken hast du freigeschaltet. Kann sein. Der Holzbalkenblock. Aber den gibt's ganz handelsüblich bei der guten Alicia. Aber das ist ja okay. Das ist ja ein guter. Na, da will ich nicht mehr. So. Ja, drei nebeneinander, wie das normale Menschen tun würden. Ist klar. So. Hier, weil es schon offen ist und ich das nicht vernünftig zumachen kann, machen wir auch einen Balken rein. Oh ne, brauchen wir natürlich die Spitzhacke. Ist ja auch dumm, wenn nicht, ne? Ist ja Stein. So. Der geht dann auch einmal hier rüber. Und natürlich auch einmal nach unten. Der muss ja irgendwo drauf liegen. Der kann ja nicht einfach nur schweben. So. Muss man hier halt wieder zumachen in irgendeiner Form, finde ich. Muss man hier halt eigentlich auch einmal rüber gehen. Das können wir nur bedingt machen. Ja, wir machen es mal bedingt. Weil wenn wir es hier wobei. Ne, wenn wir es hier machen, kommen wir nicht mehr runter, oder? Nee, das ist zu klein. So, Hammer? Ja, ach, Hammer geht sogar. Wir müssen die nicht mal kaputt machen. Das ist ja Luxus hier. So, dann würde ich nämlich sagen, wir machen hier, machen wir noch. Achso, ja. 1, 2. Dann nehme ich mal den hier, machen wir mal weg. So, dann kommt da nämlich ein Holzbalken hin. Da kommt dann auch direkt eine Lampe dran, dass wir was sehen. Licht ist immer von Vorteil. Echt? Ja, sonst sehe ich so schlecht. Sonst sieht der Yogi so schlecht. Da sieht der Yogi gar nichts, tut er da sehen. So, dann machen wir nämlich hier, machen wir direkt hier auf der Höhe schon einen Block durch. Ich kann keinen Rohstein herstellen, der aussieht wie Rohstein, oder kann ich das? Du meinst diese Blöcke? Ja, also nee. Die Steinblock. Kann ich die kaufen vielleicht? Ich glaube, wir sollten immer eine Runde schlafen. Können, ja. Ein Sternenteil. Nehme ich. Ich liege. Ich bin auf dem Weg ins Bett. Muss nur ganz kurz gucken. Steinblock. Dann macht heute mal wieder echt gut mit, ey. Und den gibt es in drei verschiedenen Farbtönen. Das ist jetzt ein bisschen bescheiden. Der ist so gräulich. Den gibt es in 4 verschiedenen Grautönen tatsächlich. Ich nehme jetzt einfach mal den. Sonst musst du einfach mal den Steinblock unter die Lupe nehmen und dann weißt du ja, wie der heißt. Die heißen alle Steinblock. Das ist das Problem. Ach so. Und es ist jetzt nicht so, dass es Steinblock 1, 2 oder 3 oder 4 gibt, sondern es gibt Steinblock und dann gibt es nochmal Steinblock. Und nochmal Steinblock. Richtig. Boop, boop. Weißt du, das Schlafen, das ist kein Problem, ne? Aber irgendwie... Das Aufwachen? Ja. Nee, das Aufwachen nicht, das Spielen. Sehr strange alles, sehr, sehr strange. Dr. So, strange. Die kloppen wir jetzt erstmal wieder hier weg. So, ja, den werden wir nicht verwenden, glaube ich. War eine Idee, aber ich glaube, aus der Idee wird nichts. Nicht? Waldgras. Nö, das. Das wird nichts werden. Die dunkle Treppe, die Ranch-Treppe wird unser Weg tatsächlich eher sein.
Das ist in Ordnung, da haben wir noch ein bisschen was. Die Steine, ja gut, da werden wir eh noch welche aufsammeln, das lohnt sich nicht. Das Wandregal, das können wir, haben wir nicht irgendwo hier ein Regalding? Bei den Türen kann man das eigentlich mal rein. Das ist ja keine Deko, meiner Meinung nach. Gut, wahrscheinlich habe ich es schon anders einsortiert mal, aber ne. Aktuell sehe ich es nicht als Deko an. Allerdings glaube ich, die Schilder habe ich bei der Deko stehen. Ja. Hier habe ich natürlich auch schon das Bücherregal. Hätte man vielleicht auch da sortieren können, aber vielleicht auch nicht. So, haben wir noch nicht genug Platz. Können wir wieder Dinge sinnlos abstellen. Das können wir gut. Oh. Muss ich nicht nochmal runter? Kommt das Shirt auch hier hin? Und die Plakette. Und die andere Plakette. Erstmal den Esstisch zumüllen. So, jetzt haben wir alles eingesammelt. Hoffe ich doch mal. 1, 2, 3, 4, Lass mal einen Ring ausmachen. 6. Wir können es mal testen. Where is the sun? Es ist nun ein sonniger Tag. Für bessere Performance für Mike. Da können wir uns schon mal ein bisschen Gecheate erlauben, würde ich sagen. So, Marmelade reinkloppen. Ist wichtig. Erdbeermarmelade. Erdbeermarmelade, go. Ja, Erdbeermarmelade ist gar nicht so ein einfaches Wort, ja. Es gibt ja Leute, die behaupten immer, Erdbeermarmelade wäre ein einfaches Wort, aber Erdbeermarmelade extra fruchtig. Erdbeermarmelade. Ich weiß gar nicht mehr, ob das bei uns damals im Ferienlager war oder ob das in einem Film war, dass man Erdbeermarmelade extra fruchtig rülpsen musste. Und wer das geschafft hat, der war dann der King. Ja. Oh, nichts Hund Interessantes. hat mich gerade angebettelt. Was hat er, was wollte er, was will er fressen oder was? Kann sein. Ja, Pech gehabt. Ja, will was fressen, er hat kein Futter mehr. So, ist es der richtige Farbton gewesen? Gucken wir mal. Sagen wir mal so, falls nicht, fällt es nicht auf. Können wir hier unten mal gucken. Ja, vielleicht eine Nummer dunkler hätten wir gehen können, aber eigentlich sind es alles drei die gleichen Steine. Warum hast du nicht gleich alle vier geholt? Ja, ich Geld ausgegeben. Das wollte ich ja dann doch nicht. Oh, hier sieht man's. Mist. Die Frage ist, habe ich jetzt genug Blöcke, um das aufzufüllen, oder finde ich das sogar gar nicht mal so schlecht, wenn hier verschiedene Farben drin sind? Vielleicht auch eine Thematik, mit der wir uns später auseinandersetzen müssen. Hier kommt man rein, aber nicht mehr raus. Auch gut. Zwar anfänglich eigentlich nicht so gedacht, aber ne? Da kann schon keiner von außen unbedarft in das Ganze reinkommen. So, hier kommt die Schlafnische hin. Ich glaube, da müssen wir noch eins tiefer tatsächlich rein. Oh. So. Kriegt er auch hier seinen dunklen Holzboden rein. Ich hoffe, das reicht von der Größe. Das müssen wir auch mal ausprobieren gleich. Antikes Bett, würde ich sagen. Das einfach seit Jahrhunderten schon dort unten steht. Auch wenn das Museum noch nicht so alt ist. Aber seit Jahrhunderten steht dort ein Bett. Oder ein Schlafsack.
Ja, das antike Einzelbett, so also ein Baldachin und so, das passt nicht so. So, das nehmen wir. Dann hätte ich tatsächlich gerne noch ein Ranch Einzelbett, wäre auch eine Option. Falls es das gibt. Natürlich gibt es das. Nehmen wir. Davon werden wir wahrscheinlich. Rollos. Moment. So viele möchte ich nicht haben. So, das haben wir. Ich hätte gerne noch einen Schreibtisch. Ganz einfach natürlich. Dann. Genau. Da kann man leider keine Bücher reinstellen. Oder können wir, wenn wir die kaufen, können wir die da reinstellen? Das nehmen wir. 5-mal. Passt. Die 430 bezahlt. Ach scheiße, jetzt muss ich eh heim rein. Ach, Kacke. Hab grad schon gedacht, das geht auch so, aber geht natürlich nicht so. Oh, aber ich sehe gerade, die Folge ist vorbei. Das geht so. Dementsprechend würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da, gerne auch ein Abo. Fragen, Wünsche, Anregungen wie immer in die Kommentare. Und übermorgen um 17 Uhr geht es weiter mit der nächsten Folge. Bis dahin dir eine grandiose Zeit. Bleib gesund, hau rein und bye bye. Tschüss.